Hi Leute, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal und vielen Dank fürs Einschalten. Ja, wir haben immer noch Hochsommer, wie im letzten Video schon. Und ich habe den Videodreh jetzt ein bisschen auf den Abend verschoben, deshalb, falls es flackert, kein natürliches Licht heute, aber ich denke, das wird auch so gehen. Mache ich ab und zu mal im Winter. Und wenn es so heiß ist, tagsüber, mag man dann auch nicht unbedingt Whisky probieren, selbst wenn es hier innen etwas kühler ist. Was haben wir heute? Barrel Blair, und zwar von Gordon und MacPhail aus der MacPhail's Collection. Barrel Blair selbst liegt in den Highlands, ist eine relativ alte Destillerie, 1790 bereits gegründet und gehört Inverhouse. Haben eine relativ lange Zeit jetzt sehr schöne Vintage-Releases rausgebracht als Original-Bottlings und sind jetzt wieder zu Altersangaben zurückgeschwenkt. Allgemein muss ich sagen, betrachte ich ein klein bisschen kritisch, was bei den Inverhouse-Destillerien im Moment passiert. Die waren mir eigentlich immer recht sympathisch, aber ich weiß auch noch nicht so recht, was ich von der neuen Pulteney-Range halten soll. Und ähnlich geht es mir jetzt hier mit Barrel Blair. Ja, bei Gordon MacPhail ist das so. Es gab eine ganze Weile zwei verschiedene 10-jährige Barrel Blair, beide mit 43%. Einmal diesen in der MacPhail's Collection, bei dem ich keine Angabe zu den Fässern habe, allerdings behaupte, es sind überwiegend Ex-Bourbon-Fässer. Und dann gibt es noch einen zweiten, den Distillery Labels in der klassischen Aufmachung. Auch 43%, auch 10 Jahre, der hatte für mich einen Anteil Sherry-Fässer mit drin, zumindest die letzte, die ich im Glas hatte. Den wollte ich tatsächlich eigentlich auch wieder bestellen und habe dann die falsche gekriegt und habe noch mit dem Händler rumgestritten. Ich habe dann die behalten, weil die kosten beide irgendwo um die 35, 36 Euro und dann war es mir ehrlich gesagt nicht wert. Allerdings, das sind auch dann Sachen, die merke ich mir, da bestellt man einfach nichts mehr. Zurück zum Thema. Barrel Blair ist vom Charakter ein Whisky, den ich nicht schlecht finde, den ich wirklich mögen mag, aber der bei mir selten 100% zündet. Von dem her auch ein kleines Wink Richtung Rainer. Ich habe von ihm einen hochgelobten 1990er Barrel Blair als Sample bekommen. Ich habe das Zeug, glaube ich, 3 oder 4 Mal probiert und dachte jedes Mal, ja, netter Whisky, aber wo setze ich da an? Es ist für mich einfach irgendwie nicht... Er ist gut, aber er begeistert mich nicht. Und das ist so allgemein ein bisschen das, was... Ich kann nicht mehr sagen, warum, weil eigentlich müsste ich ihn mögen. Ich mag normalerweise ein bisschen eckige Highlander, aber irgendwas an dem macht bei mir nicht Klick. Ja, nichtsdestotrotz wollte ich einen besprechen. Ich habe hier eine Gordon MacPhail Flasche. Ach ja, als kleiner Hinweis, nachdem Gordon MacPhail ja jetzt das Line-Up umgestellt hat, gibt es inzwischen wieder einen Barrel Blair in der günstigen Einsteiger-Range. Allerdings inzwischen 12-Jährigen, kostet dafür so etwa 10 Euro mehr. Hatte ich noch nicht im Glas. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Discovery-Range reizt mich überhaupt nicht. Weder von der Aufmachung noch von dem, was ich so drüber gehört habe. Gehen wir wieder da dazu. Wie gesagt, eigentlich klassisches Einsteiger-Segment, ein leichter Highlander. Gucken wir doch mal, was er kann. Ja, leicht trifft es einerseits hier. Wie gesagt, ich vermute, dass in diesem hier relativ viele Ex-Bourbon-Fässer drin sind. Überreife Stachelbeeren. Da ist so eine säuerlich frische, würzige Note mit drin. Klein bisschen blumig. Ja, aber es sind weiße Stachelbeeren, bisschen überreif. Vielleicht noch ein paar Johannisbeeren dabei. Ein leichter Anflug von Vanille. Alkohol merke ich nicht. Okay, 43%. Ist halt auch nicht so stark, aber ja, ist gut eingebunden. So eine Spur Holz, aber wirklich nicht viel. Es ist relativ einfach, frisch und leicht. Aber angenehm. Auf euch.
für die 43%. Prickelt da ganz schön auf der Zunge. Nicht unangenehm, sondern wieder kombiniert mit einer säuerlichen Frische. Stachelbeeren, Limetten, Johannisbeeren, eine Spur Vanille, ein bisschen Eiche, hinten raus sogar eine minimale Tanninigkeit, aber das geht dann in so einem säuerlich bitteren, fast ein klein bisschen grapefruitigen hinten raus. Der Abgang ist gut mittellang, eigentlich überraschend für so einen leichten Whisky. Er hat keinen großen Körper. Er hat einen prickelnden Antritt, er hat dann diese fruchtig-sauren Noten auf der Zunge, prickelt die ganze Zeit, ein bisschen Vanille kommt dazu, macht ein sehr, sehr, ja, prickelndes Mundgefühl. Er benetzt den Innenraum von der Zunge zwar, aber er legt sich nicht als Film drüber, der ist, ich vergleiche es mal so, das ist ähnlich wie wenn man ein bisschen Sekt trinkt. Er hat sowas frisch Spritzelndes die ganze Zeit, bleibt dann doch im Abgang relativ lang, jetzt so, ja, bisschen herb, ein bisschen fruchtig, ein bisschen Holz, aber das ist alles sehr, sehr leicht und ja, angenehm, aber unspektakulär angenehm, muss ich sagen. Ja, wenn ich hinterher dran rieche, habe ich jetzt sogar Tick mehr noch was Blumiges und noch ein klein bisschen mehr Holz wie vorhin. Aber ich muss sagen, das ist ein wirklich gut gemachter, leichter Whisky, der eigentlich auch schön so in den Sommer reinpasst. Wie gesagt, ich werde nie der allergrößte Bal Blair-Fan, habe ich so das Gefühl. Einfach irgendwas am Charakter ist da mit drin, das mich einfach nicht 100% begeistert. Aber den hier so als wirklich angenehmen, günstigen Sommertramp, ja, würde ich durchaus empfehlen, wenn jetzt langsam nicht die Preise anziehen würden, weil Gordon McPhail hofft, dass man den 12er kauft, der dem Vernehmen nach, wie gesagt, ich habe ihn noch nicht im Glas gehabt, eher schwächer ist wie der 10er. Trotzdem 2 Jahren mehr. Ich weiß es nicht. Ich hatte ihn nicht im Glas, ich erlaube mir darüber auch kein Urteil. Den hier, wie gesagt, durchaus angenehm. Ich weiß, dass die Destillerie einige Fans hat. Ja, ich kann verstehen, warum, aber wie gesagt, es ist einfach nicht 100% meins. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder rein und dann lasst mir ein Like und ein Abo da und wir sehen uns. Bis dann.